Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zur 10. Folge von Spider-Man 2. Ja, Freunde, heute ist es soweit. Das große 1-Stunden-Special steht an. Ihr habt es geschafft, gestern die 5000 Likes auf das Video voll zu machen. Danke für diesen Support. Und heute eine Stunde Spider-Man. Ich freue mich unnormal drauf. Das wird wie im Flug vergehen, das wird einfach nur geisteskrank werden. Wir haben gestern bei der Folge aufgehört, wo wir mit Harry gemeinsam uns da durchgekämpft haben und den Stone Bomb, Tom Stone, retten wollten. Und ihr habt mir ein paar Sachen in die Kommentare geschrieben, die ich auch versuchen werde umzusetzen. Ihr habt gesagt, da gibt es eine geile Nebenmission, die heißt Die Flamme mit Peter. Und im Fallen frei sollen wir Viereck drücken, dann macht er da irgendwelche Stunts und so. Schreibt mir gerne immer solche Sachen rein. Ich nehme gerne Hinweise oder Sachen an, die ich dann umsetzen kann, Leute. Wir spielen das Spiel ja gemeinsam. Es ist ein gemeinsames Let's Play. Ihr und ich. Und ich würde sagen, es geht los mit dem 1-Stunden-Special. Lasst einen Daumen da. Macht die 10.000 Likes voll. Heute sind die 10.000 dran. Come on. Wir gehen rein. Nach New York City mit Peter Parker und Miles Morales. Let's go. Oha, wir sind hier. Genau, es geht direkt weiter. Genau hier haben wir aufgehört. Wow, wer kommt denn da mit diese Stachele? Stachele, Stachele, Stachele. Hör mal, chillen hier, hallo. Stuff. Bruder, einfach Tornado. Tornado. Diese Ironie. Die Spinne kommt nicht weg. Hey, du schuldest mir was. Mal sehen, irgendwas, ob wir entkommen. Bruder, irgendwas passiert. Oh, Junge, irgendwas passiert hier. Was passiert hier? Kann man die buchen? Nimm das. Wir müssen diesen Ofen ausschalten. Ah! Da! Wenn wir die Maschine mit Kühlmitteln überlasten, sollte sie ausgehen. Woher kriege ich Kühlmittel? Ich kann da einfach rüberspringen. Ich stehe die ganze Zeit, ich komme da niemals hin. Ich bin ja Spider-Man. Ich kann springen. Juhu. Ich heile mich erstmal. Und ihr merkt mit deinem Scheiß-Ding hier. Und Harry macht mir so Angst irgendwie, Alter. Als ob ich einfach so mit Venom gerade spiele. Ich finde diesen Anzug richtig geil, Alter, den ich hier gerade habe. Bruder, was schluckt da alles? Weg ist er. Rechtzeitig, um den Ofen auszuschalten. Er macht den Ofen an. Die Pizza ist zu lange drin. Die Pizza wird kalt, warm. Die verbrennt. So, machen wir das Ganze mal aus. Gut, jetzt sollte. Ach, Scheiße. Wollt ihr hier etwa alle umbringen? War nicht der Plan. Sorry. Die geben nicht auf. Das machen wir auch nicht. Das ist geil aus. Was wollen die denn alle, Mann? Da kommen ja diese Flugsaurier. Ja? Befreie Tombstone, ja, ich versuch's doch. Aber ich merke, heute spiele ich nicht so gut wie gestern, Alter. Und heute ist sogar ein 1-Stunden-Special. Heute muss ich noch mehr performen. Ich stehe unter Druck. Ich habe Leistungsdruck. Tombstone muss da raus. Vielleicht können wir den Käfig demolieren. Oh oh. Da, zieh die Stützen raus. Die Stützen rausziehen. Boah, ist ein Neckbreaker. Aber heute zählt zu den besten Tagen meines Lebens. Du musst echt öfter rausgehen. Ja, Bruder, ey, ich sterbe, ich sterbe, ich bin Flamme. Ey. Mach kaputt. Ja, warum macht der Harry das denn nicht? Keine Ahnung, aber hier fällt alles zusammen. Mach weiter. Wir müssen. Alter, mein Leben, mein Hund dreht sogar durch. Wir müssen die Stützen abreißen. Heilige, wir schaffen das. Ach du Scheiße. Das sind ja überall welche von denen. Ach du Scheiße. Oh, oh. Junge. Harry? Wo bist du? Mach kaputt. Wow. Jetzt kommen diese Flugsaurier. Was macht er da? Nur noch eins. Wir müssen, glaube ich, gar nicht alle töten. Oh, oh. Mach kaputt. Nein. Alter. Oh mein Gott, mein Leben. Ich hab's geschafft, aber ich hab's geschafft. Sieht, wir müssen gar nicht alle töten. Ich krieg den Käfig nicht auf. Vielleicht kommen wir durch den Ofen. Nein, da drin ist es zu heiß. Hast du eine bessere Idee? Oh oh. Schwere Entscheidungen. Was hast du vor? Was ist der da? Komm schon, Harry. Da! Boah, sieht das geil aus. Diese Fotos hier. Was jetzt? Los! Gehen wir zurück, hier durch!
das nicht aufgeht, Mann. Alter. Was war das denn von Harry? Habt ihr das gesehen? Was ist das für eine Blockbuster-Mission? Das ist ja geisteskrank. Oh, sprinten. Ist dieser Job immer so stressig? Yoga wird Wunder beim Stressabbau. Wollt ihr hier sterben? Bewegung! Ich schwinge doch. Nein, wir haben ihn verloren. Keine Panik. Schnell, hier lang. Boah, Junge. Alter, ist das krank. Guck euch das mal an. Ich muss weiter. Oh. Oha. Junge. Junge, das ist gerade so krank. Guck euch. Alter. Wirklich geisteskrank, was wir da gerade gesehen haben, diese Animationen und so. Ach du heilige Scheiße. Moment. Ist uns jemand gefolgt? Ich schau nach. Der Nachteil daran, wenn man sauber bleibt. Das Spiel hält dich in Form. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Ein paar andere hatten weniger Glück. Die hätten mich gar nicht kalt machen können. Und sie wollten das wohl ihrem Boss überlassen. Kennst du ein sicheres Versteck? Ja. Wenn die nochmal kommen, bin ich bereit. Richte deinem Freund meinen Dank aus. Eine geile Man sieht Stimme. Sich. Spinne. Die haben sich wohl aufgeteilt. Sollten wir auch. Ja. Boah, irgendwas sieht aus wie echt gerade, ne? Hey, das war gute Arbeit. Echt jetzt? Und ich war mir sicher, dass ich alles vermassle. Hast du. Aber im bestmöglichen Sinn. Boah, geiles Foto, Alter. Geil. Was machst du? Moment! Was ist das denn? Sorry. Hab immer noch nicht raus, wie das funktioniert. Ich hatte so Angst. Cooles Design. Was meinst du? Hast du nicht gerade... Hä? Das hab ich wohl. Hä? Sieh dir das an. Jetzt sind wir wohl wirklich Spider-Freunde. Ich gehe zurück ins Labor und sehe nach, ob Dr. Connors aufgetaucht ist. Gute Idee. Ich melde mich später. Sieh dir lieber die Maske an. Der schwingt da ohne Maske, Alter. Einer Spiegelreflexkamera. Unglaublich. Mit 100 Zoom und Spider-Man ist geleakt. J. Jonah Jameson wird dafür zahlen, ohne Ende. Aber Leute, diese Mission war echt heftig. Lieber. Oh! Geil, jetzt sind wir wieder. Miles! Geil. Mit Viereck, guck mal, was wir für Sachen machen können. Nee, das ist wieder wegen eines Tausendfüßlers. Sollte mich bei Peter erkundigen. Hey, Miles. Hey, Mann. Lang nichts gehört. Brauchst du Spider-Hilfe? Danke, wir kommen klar. Wir haben Tombstone gerettet, bevor Kraven ihn in die Finger bekommen hat. Wir? Oh, lange Geschichte. Also, mein Freund Harry hat so eine Art Poweranzug. Damit kann er ordentlich austeilen. Bei den Jägern wird er echt helfen können, das steht fest. Warte, ist er einer von uns? Quasi? Es geht alles so schnell, aber wir reden später. Ich muss los. Bis später. Das sagt er oft. Meint ihr, Miles okay. Wird eifersüchtig, Mal Leute? Mal sehen, was mit Mal los ist. Wo sind diese komischen Spinnen hier, Alter? Da. Die geben uns ja Punkte und sowas. Wen findet ihr cooler? Schreibt's mal unter das... Hey, ich hab was gefunden. Diese falschen Spider-Bots werden offenbar von Dritten angepinkt. Jemand anders verfolgt sie also? Genau. Ich muss nur herausfinden, wer. Alle weiteren Bots, immer her damit. Ich brauche so viele Daten wie möglich. Gut gemacht, Genki. Wir kommen der Sache langsam näher. Digga, wer chillt da in seinem Zimmer? Was ist das denn? Mann, der guckt da irgendein Porno an. Warte mal. Was guckt der da? Bruder, der guckt ein... Der Fernseher ist einfach aus. Was guckst du da? Hallo, hier ist Spider-Man. Guck mal an dein Fenster. Hier. Ich bin am twerken am Fenster. Scheiße. Warte, ich wollte mal kurz eine Sache nachgucken. Und zwar hat er mir gesagt, Anzugtechnologie. Da können wir nämlich unsere Gesundheit erhöhen. Genau, hier. Zum Beispiel, das können wir jetzt freischalten. Wir haben 790 Technikteile. Das ist gut. Erhöht die Gesundheit um 10. Maximale Gesundheit beträgt 120. Super. Schaden können wir auch machen. Perfekt, Alter. Was geht denn hier ab? Schaden.
Erhöht den Schaden um 10%. Das ist stark. Schaden ist mir sogar wichtiger als Leben. Okay, das geht nicht. Heldenmarken brauchen wir dafür. Fokus. Fokus werden durch Angriff auf eingesponnene Gegner. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Fortbewegung. Gleite länger mit den Netzflügeln. Okay, das ist auch cool. Machen wir das mal. Man kann so viel Geiles upgraden hier. Gewährt einen explosiven Boost auf dem Punktsprung, sodass du bei der Landung nach dem Schwung zu einem Vorsprung L2 weiterfliegst, indem du X drückst. Machen wir einfach auch, komm. Machen wir. Wir können ja fast alles upgraden. Sehr geil. So, Anzüge. Ne, wir lassen... Ich finde den schon richtig cool von Miles. Schon geiler Anzug. Aber der sieht auch... Ah, geht so. Die Hose feiere ich gar nicht. Können wir uns alles schon leisten. Der ist auch irgendwie cool. Irgendwie hat der was, oder? Ist auch cool. Der sieht kacke aus. Der ist, weiß ich nicht. Wir lassen erstmal den alten. Ich finde den ganz cool. Okay, wir machen weiter, Leute. Alter, dieses Game, ne? Das ist schon Spiel des Jahres, Leute. Ich glaube, es hat schon Star Wars für mich übertrumpft. Muss ich einfach so sagen. Hier kann ich nicht immer bequem umziehen. Was? Ach, wir müssen hier rein, okay. Oder? Ich weiß nicht. Aber das wollte ich sagen. Wen feiert ihr mehr? Spidey, also Peter oder Miles? Ich finde irgendwie Miles cooler irgendwie. Das wird unglaublich viel bewirken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, bis dann. Oh, Miles. Hey, Ma. Komm her und setz dich. Ich wollte einfach nur sehen, wie es dir geht. Alles okay? Okay. Wirklich, alles gut. Mütter sehen das. Okay. Es ist gerade einfach echt viel los. Ich muss mich in der Stadt um so viel kümmern. Ich habe mega Stress wegen dem College-Aufsatz. Pete hat selbst genug zu tun. Und Lee. Lee ist noch da draußen. Macht dir das keine Sorgen? Natürlich macht mir das Sorgen. Aber mir liegt viel an diesen Reformen. Ich muss Dinge loslassen, die mich nicht voranbringen. Und mich darauf konzentrieren, wo ich hin will, nicht wo ich war. Boah, weise Worte. Entiende lo que te digo. Hijo de... Ja. Aber Lee? Den kann ich nicht loslassen. Er muss sterben. Angela, ich muss dich zurückrufen. Ausgesperrt? Du hast doch einen Schlüssel. Oh. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich mache ein paar Anrufe. Okay? Mom, soll ich hingehen? Hast du mir nicht gerade gesagt, wie viel du zu tun hast? Geil. Ja, aber für meine Nachbarn habe ich immer Zeit. Dieser stolze Blick von der Mutter, krass. Man sieht das richtig, so. So dieses Stolze. Er ist so süß, der Miles. Also jetzt so wie so ein richtiger Bellingham, Alter. Okay, Ma. Wohin muss ich? Harlem Cultural Center, 116. und Convent. Es geht um meine Freundin Angela. Sie will als Kuratorin einem zukünftigen Spender eine Privatführung geben. Doch das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Ups, wie peinlich. Angela hat eine Reihe an Stücken für eine neue Musikausstellung zusammengestellt. Aber es fehlen die Mittel. Ohne den Spender muss das Museum vielleicht dicht machen. Ich schau, dass sie reinkommen. Ey, wie geil dieser neue Sprung ist, den wir bekommen haben. Also, das haben wir jetzt neu gemacht. Wenn wir L2-R2 machen, ich zeige euch das mal eben, dann springt er viel weiter danach. Guck, ich zeige es euch eben. Moment. Jetzt machen wir das hier. Und jetzt X. Guck mal, boom, wie weit der springt. Viel, viel weiter. Oh, Junge, das macht so Bock, auch mit Viereck, dieser... Sie wissen ja, wie viel mir am Erhalt des musikalischen Erbes der Gemeinde liegt. Aber wie kann ich einem Museum etwas spenden, dessen Sicherheitssystem nicht funktioniert? Darren, ich verstehe Ihre Besorgnis, Darren. Aber ich versichere Ihnen, dieses Museum wird... Spider-Man. Oh, Gott sei Dank. Das System hat uns ausgesperrt und reagiert auf keine Eingabe mehr. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Oh nein, sag mir, ich muss jetzt wieder so physikalische Sachen machen. Bitte, bitte ich nicht. Ich muss die Schalttafel finden. Oh nein. Oh nein, Digga, ich sehe schon gleich wieder diese Sachen drehen und... Physik und hier und Arschlecken. Da ist der Kasten. Na bitte, die Schalltafel. Die Relais sind überlastet.
muss zum Reparieren rein. Nein. Dann fixen wir mal alles für das Führung. Wer sind diese Typen? Der Alarm wird nicht ausgelöst. Der EMP hat das System flachgelegt. Wir sind hier ganz allein. Nur noch das Schloss aufbrechen und wir sind weg. Deswegen ist Angela ausgesperrt. Ich sollte das System zurücksetzen, reingehen und die Typen aufhalten. Was ist denn das? Ich repariere es schnell. Wir schafft, aber null Reaktion vom System. Ich muss die anderen Relais finden. Aha. Junge, heute was. Aber irgendwie cool auch. Guck mal, das sorgt voll für Abwechslung. Ich finde das cool, dass wir sowas machen müssen. Finde ich sehr, sehr geil. Hey, Miles. Ich war in allen Feast-Asylen. Keine Spur von Martin Lee. Danke. Warum ließ ich ihn entkommen, wo ich da? Junge. Wo du was? Ihn zur Strecke hätte bringen können. Ach ja. Keine Sorge. Ich suche weiter. Immer den Kabeln hinterher. Drin muss es was Wertvolles geben. Die Typen wirken wie Profis. Junge, ist ja voll lustig. Das mache ich Bock. So, mach auf. Mach auf! Ach so, jetzt müssen wir ein bisschen zu weit weg. Guck mal, die sitzt nicht. Tack, 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 tack. Und zack. Wieder zum Lauf. Ey. So, da auch. Gut. Aber keine Reaktion. Gibt wohl noch mehr Relais. Ja, und jetzt? Saxophon und Trommel sind schon im Laster, oder? Ja. Ich muss mich an denen unbemerkt vorbeischleichen. Wie wär's mit einer Ablenkung in C-Dur? Soll das ein blöder Scherz sein? Ich sollte hier möglichst außer Sicht bleiben. Geh doch schneller! Oder du brauchst Jahre. Reiß dich zusammen, Mann. Lass mich jetzt nicht im Stich. Du schaffst das. Bei dem Kerl ist noch ein Schacht. Warte. Ey. Bruder, scheiß doch auf die Toilette. Ach, da. So. Wer ist da? Hey, Doug, ich hoffe, das bist du. Na, wir hätten das anders machen müssen, war dumm. Mach jetzt nicht die Tür auf. Ich komme vor auf geheime Mission hier. Mach den Spiegel. Ey. Wo geht's hier weiter? Oh, oh. Spiegel hoch, flieg! Flieg, kleine Spinne. Miles, alles in Ordnung? Es gab ein kleines Problem, aber ich regel das. Schau dir die Instrumente an, wenn du da bist. Ist gut fürs Studium. Na, ich studiere Musiktechnologie. Computer sind meine Instrumente. Menschen lassen durch Musikinstrumente ihre Seele sprechen. Beim Mixen oder Samplen musst du genau hinhören, um die Seele einzufangen. Ey, die Mutter ist ein Beatproducer geworden, Alter. Weißt du, wie alt du gerade klingst? Du meinst wohl alt und weise. Schafft er das? Ja, easy, oder? Junge, dieses Gerät ist voll geil. Ich brauch das auch, Alter. Kann ich mir was bestellen? Kabel. Okay. Das Signal ist jetzt stärker. Sieht aus, als gäbe es noch ein Relais, das aktiviert werden Junge, Alter, was ist das denn hier für ein Weg? Der wollte doch einfach nur den Nachbarin helfen. Guck mal, was hier alles passiert ist jetzt, Leute, wieder, ne? Ist schon verrückt. Scheiße, Alter, warte, wir müssen jetzt irgendwie da zu dem Kasten kommen. Oh Mann, ich muss durch den ganzen Raum hindurch. Wie viel Zeit noch? Ein paar Minuten. Nein, nein, ich mach's auf meine Art. Ich hab schon meinen Weg gefunden. Verstanden. Ich hab meinen Weg gefunden. Diese Geräusche. Dick, 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 dick. Alles gut, so, das ist mein Weg. Da hinten einmal. Wer macht hier Musik? Wer macht hier Musik? Dein Vater. Stolpert hier irgendjemand rum? Der war das. Ich muss das letzte Relais anschalten. Dann muss ich zur Laderampe. Schieß. Ich muss dafür sorgen, dass die Typen nicht damit davonkommen. Ich schwör.
Mach auf! Ey! Schieß! Weg hier! Gut gemacht. Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, ohne jetzt einmal zu verkacken! So, und jetzt ist Spider-Man dran, um reinzugehen und alle platt zu machen. Spider-Man, die Vordertür ist endlich offen, aber es fehlt ein ganzer Haufen Zeug. Es ist alles hinten auf den Laderampen. Und da wird's auch bleiben. Schnell, nichts wie weg hier! Los, los, los! Nächster Taube, das ist er! Aha, hier haben wir ein Netz. Sollen wir die Lautos ausschalten? Spider-Man, haltet Ausschau! Wir finden Spider-Man so oder so. Haben die mich gesehen? Ach, die haben mich gesehen, cool. Hallöchen. Boah, Junge, diese Blitze sind so geil, Alter. Also ich kann euch direkt sagen, Miles finde ich 10-mal cooler als Pete irgendwie. Allein schon wegen den Sachen, die er hat und seine Denkweise und so. Der denkt mehr wie ich so. Bam. Boah, diese Attacken auch. Viel cooler. Das haben die so geil gemacht, dass man jetzt zwei Spider-Mans spielt. Das ist dann nicht so eintönig, dass du dann so abwechselnd die Story spielst. Also einmal mit ihm aus seiner Perspektive, aus unserer Perspektive. Das ist so genial gemacht, Alter. Boah, Junge. Ja, wir kommen jetzt da mit AMG um die Ecke, mit seinem Peugeot, Alter. Und jetzt? Was wollt ihr denn? Hä? Halt ihn fest. Sei in einer Stunde am Treffpunkt. Was? Was wollt ihr jetzt? Venom-Attacke. Boah, guck jetzt. Warte, guck mal. Unbegrenzte Macht! Alter! Die Mega-Venom-Attacke ist ein starker Stoßangriff. Löse ihn aus, wenn deine Venom-Mega-Anzeige voll ist. Bruder, wie krank war das denn? Ich muss die Laster stoppen. Alles gut. Schon mir die Laster. Muss ich mich entscheiden? Du musst dich entscheiden! Gebt auf, Leute! Ihr kommt nicht davon! Wir haben mich fast getroffen. Schau mal, ey! Schneller, schneller, schneller! Wie kann man am schnellsten schwingen, Leute? Wir sind ja schon schnell eigentlich, ne? Da habe ich sie. Boah, ist da rangezogen hat. Geil. Oh, oh. Ihr wollt es also auf die harte Tour? Könnt ihr haben. No. Ja. Ja. Warum springt ihr nicht zu denen hin? Jetzt, genau so. Oha. Boah. Junge, was hat er da gemacht? Boah, die wollten einfach Instrumente klauen. Einfach Beat-Producer, die Leute, die das klauen wollen. Jetzt spiel ein bisschen Trommel. Ist ja lustig. Hä? Aber da waren noch zwei. Das heißt, der eine ist entkommen, oder was? Es wurden nur Objekte von einem Truck geborgen? So ein Chaos. Bedauere, Angela. Das war's mit dem Deal. Was? Das war's mit unserem wichtigen Spender. Es gibt doch die Spendengala. Wenn wir den zweiten Truck nicht finden, gibt es keine Ausstellung. Und ohne Ausstellung auch keine Gala. Und ohne Gala... Ein schlauer Spider-Man hat den Sensor angebracht am Wagen. Dazu wird es nicht kommen. Versprochen. Hier. Ich lasse das nicht zu. Das hat Clyde Stubblefield gehört. Dem ursprünglichen Funky Drummer. Funky Drummer. Weißt du, wie oft seine Sachen gesampelt werden? Er hatte so großen Einfluss. Eine direkte Linie von Funk zu Hip-Hop. Ja, Bruder, er hat mit Hip-Hop, mit Tupac zusammengearbeitet. Und keine Sorge, ich finde die restlichen Objekte. Danke.
Ich sollte mich bei Pete melden. Ruf mal Pete an. Wir können ja mal gucken, ob wir heute die Flamme machen können. Ey, guck mal, wie geil das jetzt wechselt. Oder? Ey, guck mal, wie geil das aussieht gerade. Hä, wie geil. Ey, das war ja richtig geil, der Übergang gerade. Sag ich so, wie es ist. Sehr geil. Hey, Bro, hast du Zeit? Na klar. Harry ruft gerade an. Ich muss rangehen. Reden wir später? Oh, klar doch. Ja, ja. Bis dann. Harry ist immer wichtiger, oder was? Ich bin bei der Stiftung. Keine Spur von Dr. Connors, aber vier Augen sehen mehr als zwei. Bin unterwegs. Hast du was von MJ gehört? Du meintest, sie wollte zu seinem Haus, oder? Noch nicht. Sie wollte anrufen, wenn sie dort ist. Hoffen wir, dass er nur einen Tag krank feiert. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe im Büro nach. Komm bitte, sobald du kannst. Hat jetzt irgendwo ein Impuls gewesen. In diesen komischen Spinnen. Kommt das her? Seht ihr das? Irgendwo hier ist. Es kommt, warte mal, von wo kam das jetzt? Aha, warte mal. Oh, wo wird das denn ausgelöst? Ich werde es jetzt finden, kennt ihr das? Muss mal hier hingehen, jetzt gucken. Komm, jetzt kommt es nochmal safe. Wo ist es denn? Aha, da. Da, ich hab's. Junge, Junge. Wer sucht, der findet, Leute. Merkt euch das. Wer sucht, der findet. So, ich guck mal, Leute, jetzt eben hier auf der Karte. Ihr meintet denn nämlich diese Nebenmission. Ich weiß gar nicht, ob die schon da ist. Warte mal, wie kann man das jetzt machen? Karte, Legende. Aber wie finde ich die Mission? Die Flamme Markus Erinnerung, das sind die Sammelobjekte. Aber wo sehen wir denn die richtigen Nebenmissionen? Muss ich dazu auf Missionen gehen? Na, Hauptmission. Ihr meint irgendwas mit die Flamme oder so, ne? Warte, ich guck mal kurz. Das soll krass sein, habt ihr gesagt. Die Flamme hier, genau. Das können wir machen. Lass uns das machen. Okay? Heute ist ja ein Stunden-Special. Da müssen wir uns nicht nur komplett auf die Dingens fixieren. Laut letzten Meldungen gibt es viele Verletzte, aber keine Toten. Zum Glück. Doch es bleiben noch eine Menge Fragen offen. Wer steckt hinter dem Angriff? Wer war der Mann, der Spider-Man geholfen hat? Ehrlich gesagt, bringt diese Sache bei mir üble Erinnerungen an die Underground- und Rocksound-Tumulte vom letzten Jahrhundert. Hoffentlich sind zwei Spider-Man in der Lage, die Stadt vor weiterem Chaos zu bewahren. Jeder, der behauptet, dass diese Dinge aus gutem Grund... Ist das jetzt aber... Sollte... Ah, lass ich mal kurz gucken. Ist das jetzt hier die Flamme? Ja, das ist eine gute Mission, Hauptmission, hä? Ich habe das doch gerade markiert. Was ist denn das? Warte mal, Mission, so. Da steht ja aktiv. Auf, ach so, auf Karte anzeigen. Ah, okay, und dann muss ich das so markieren. Okay, ich verstehe. Okay, ich habe fast die Aussehen die Hauptmission gemacht. Bestraft werden. Für immer. Boah, Junge, wer kennt diese Kirche noch? Von Spider-Man 2, von damals, wo Dr. Octavius gegen Pete da gekämpft hat, Alter. Junge, das ist so Nostalgie-Momente. Aber warum ist hier so ein Rauch, Alter? Wurde Papst gewählt oder was ist das Sieht hier? Sieht aus wie einer von Marcos Erinnerungskristallen, die Miles erwähnt hat. Stimmt. Das sehe ich mir an. Gib mal her, diesen Kristall. Oha. So ja, viele gute Witze. Ich weiß nicht mal jetzt wo hier, ich Alter. Anfangen soll. Junge, wir sind so stark geworden. Ich brauche eine höhere Schwierigkeit, Leute. Ihr meintet zwar, ja, nee, es wird noch schwieriger und so. Aber Leute, ich bin Spider-Man-Experte. Ihr seht, wie ich kämpfe, was ich drauf habe. Ich bin der Beste. Guck mal hier, kein Problem hier. Bam, wir werden immer stärker und stärker. Hallöchen. Bam, 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 bam. Hallöchen. Bam, bam, bam. Ja, alles gut, Minion, alles gut. Stamm. Hallöchen. Stamm. Und bam. Komm her. Ich erinnere mich richtig an Dragon Ball GT, dieses eine Monster da. Wisst ihr noch, gegen den Gogeta Super Saiyan 4 gekämpft hat, für die Dragon Ball geguckt haben. Mal sehen, was in dem Kristall ist. Eine Erinnerung. Ich bin nicht paranoid. Aber wohin ich auch gehe, sehe ich sie auch. Bei der Arbeit. Im Laden an der Ecke. Im Park. Sie verfolgen uns. Die Jäger haben ihn gejagt. Marco hat uns vor Kraven und seiner Gang gewarnt. Hätten wir auf ihn hören sollen. Ja, Mark hat uns echt gewarnt, das stimmt. Ich weiß, wie ich springe. Wuhu! Okay, wo ist jetzt die Mission?
Das ist aber jetzt echt lost manchmal gemacht vom Game, sag ich dir ehrlich. Das war jetzt die Flamme, ne? Wo warst du neben Story die Flamme, ja. Das war ja eigentlich markiert. Wieso war es dann wieder entmarkiert? Naja, egal. Wir haben es da hinten. Ich habe gesagt, ich soll diese Nebenmission machen. Die soll cool sein. Schreibt mir gerne sowas rein. Wenn ihr wisst, ey, das ist eine geile Nebenmission, macht das, ne? Dann mache ich das auch. Juhu! Spider-Man, drüben! Hey, Chief. Einfach hingefallen. Habt ihr das gesehen? Jetzt bin ich mal gespannt, Alter, was das für eine Mission ist. Wir konnten Sprengladungen in jeder Zone außer der letzten platzieren. Das Abrissteam ist da drin. Sie sind zu viert. Ich finde sie. Bleibt an den Funkgeräten. Und sorgt dafür, dass niemand den Zünder berührt. Der Anzug ist echt cool, Alter. Der Spider-Bot kann da drin schneller suchen als ich. Ach nein, nicht schon wieder Spider-Bot. Dann mal los, Kleiner. Nein. Spidey, der die Stolz. Egal, wir waren vorhin mal gut damit. Ach du Scheiße, ey. Okay, ich finde die Leute, klar, geht's raus. Sprungdüsen drauf. Ich schwör, am Ende ist das so eine richtige Abfucker-Mission. Hilfe! Ich denke halt auch so, was ist das denn hier? Ist das ein Roboter? Hey, hier ist Spider-Man. Ich habe der Feuerwehr und dem Rettungsdienst mitgeteilt, wo du bist. Sie sind bald da. Alles wird gut. Spider-Man! Das. Hey, klar, hast du den Standort erhalten, den ich geschickt habe? Unser Team geht jetzt rein. Danke. Ah, ah, Digga! Du verfickte Ratte, Alter! Alter, das war gerade wie 3D. Auf einmal kam die auf mich zugerannt. Mich voll erschrocken, Alter. Was war das denn? Ey, Scheiße. Oh mein Gott, ich hab mich so erschrocken. Habt ihr deswegen geschrieben, dass eine coole Mission, weil ihr Jumpscares sind oder was? Ihr Wichser. Junge! Ich schwör, ich hab mit allem gerechnet, aber nicht mit so einer scheiß Ratte. Sprungdüsen laufen noch warm. Du bist der Pulsstoß bereit. Ja, echt coole Mission, ja. Echt cool. Ihr habt mich komplett hops genommen, Alter. Ich hänge jetzt hier fest, was ist das für eine Mission? Ihr habt mich... Mann. Ey, wie komme ich hier raus? Ey. Solche. Aha. Geht's denn? Geht nicht weiter. Markiere eingeklemmte Gegner. Ja, ich markiere dann. Wohin diesen Pulsstoß abfeuern? Ach, da. Oh mein Gott, Alter. Ich hab gedacht, wir müssten hier links hoch. Ich hab wieder viel zu kompliziert gedacht. Wieder viel zu kompliziert gedacht, Leute. Ich hab gerade wirklich Angst. Ne? Ich denke, jetzt komme ich wieder so eine Ratte. Schwert, das gehört jetzt die Ratte mit der 1 abgeballert. Hallo? Ich steck fest! Hilfe! Halt durch! Ich hol dich da raus! Hilfe! Oh, danke. Hilfe nach! Die Feuerwehr und der Rettung. Hat er da einen Pokéball hingelegt oder was ist das? Es wird alles wieder. Danke. Vielen Dank. Hey, klar, du solltest gleich einen neuen Standort empfangen. Komm gerade rein. Wir brechen auf, sobald wir Mr. Bobleski gerettet haben. Oh, oh. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Ich hol dich raus. Moment. Warte, wo ist? Feuerwehr und Notarzt sind unterwegs. Nicht bewegen. Sie holen dich hier raus. Boah, Alter, diese Scheiße hat mich. Ich hab mich echt hops genommen, Leute. Ohne Scheiß. Ich überschreib's mal rein, ob ihr mir das deswegen reingeschrieben habt. Jetzt kann ich auf einmal diese Sprungdüse aktivieren, ne? Jetzt geht's auf einmal. Jetzt. Hey, Clark. Hast du meinen letzten Standort erhalten? Ich bin unterwegs. Es ist nur noch ein Techniker drin. Beeil dich, Spider-Man. Überlass das mir. Junge, Alter, was sind das für geile Effekte hier? Das sieht voll heftig aus. Ja. Ich wusste, dass wir die Decke kaputt schießen müssen. Scheiß Ratte, Alter. Ohne Kack, ey. Wirklich, ich hab allem gerechnet bei Spider-Man, aber nicht mit Jumps. Ich komme! Hahaha! Wie soll ich den da rausholen? Ich wollte reichen, um ihn rauszuziehen. Hol mich hier raus! Der Rettungswagen ist unterwegs. Hier, Pokéball ist da. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Alter, wir zocken schon 35 hey, Minuten? Ich habe Ihnen einen neuen Standort geschickt, aber der Mann mir sagt, hier drin ist noch jemand gefangen. Wirklich?
Wir suchen niemanden mehr. Aber wenn du jemanden findest, holen wir ihn raus. Wird gemacht. Oh, oh. Oh, das Falle ist, das war bestimmt die Ratte. Irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Ah, das wird ein bisschen knifflig. Ratte kniffig. Alles easy. Einfach rüberspringen. Das macht voll Bock, Alter. Man fühlt sich wie damals so PlayStation 1 Spiel. Das ist richtig cool. Juhu! Die Decke geht diesmal nicht kaputt. Voll wild. Warum sie erinnert es mich an Outlast? Ah, da oben. Was geht denn da, Alter? Ah, Junge, Junge, Junge. Die scheiß Ratte, als hat mich aus dem Leben genommen. Ohne Scheiß, ey. Und ihr wollt, dass ich Feuer... Was ist mit dem Eindringling, der hier rumschlagt? Sie können uns nicht alle... Da ab, ey. Überall wird eingebrochen hier in New York. Also niemals nach New York, Leute. New York ist schon eine kriminelle Stadt. Ich war ja selber dort. Das ist krass, was da abgeht. Du hast alle 5 Minuten gefühlt, sie reden, Alter. Flamme, Digga. Das sage ich auch, wenn ich nach KFC auf Toilette gehe. Was machen die? Oh nein. Ich habe der Polizei nichts gesagt. Ich habe die Flamme nicht mal erwähnt. Ich wollte raus. Du hast wohl vergessen, dass wir genauso rausgehen, wie wir reinkommen. Oh mein Gott. Unter Schmerzen. Boah, stark, Alter. Stark, Spidey. Verschwinde hier! Stark. Digga, was denkt er da mit seinem Ding? Was denkt er mit seinem Ding, was er da machen kann, bitte? Oha! Prophezeiung? Naja, Prophezeiung, die Matrix hat das gesagt. Der Spitzname könnte aber besser sein. Digga, das sind doch Schüler, Alter. Die machen euer College weiter. Ihr Schwänze. Digga, was passiert hier? Boah, Junge, der haut die einfach kaputt, Alter. Was ist meine Prophezeiung? Endlose Kämpfe? Tod durch Gebäude? Mir wachsen 4 Arme und ich werde zur Riesenspinne? Ich mit den restlichen Unwürdigen. Mehr nicht? Oh, okay. In der Runter! Hat das noch jemand gehört? Ja. Oh, und gleich kommt wirklich die Flamme, Leute, Alter. Können wir das nicht besser draußen? Geht es allen gut? Abgesehen davon, dass ich euch ausgenockt habe? Wir sind besser als ihr. Ihr seid doch keine Gegner hier, Alter. Was seid ihr für Lappen? Oder auf höchster Schwierigkeit seid ihr einfach. Boah, Junge, diese Animation, ne? Ich habe so viel Arbeit und ich liebe das, wenn bei Spielen Liebe zum Detail ist. Versteht ihr? Die Einzigen, die würdig sind, das kommt. Aber das rentiert sich halt auch nicht mehr so für die ganzen Spielefirmen, wenn die, ja, so ein Let's Play-Spiel raus. Dann denke ich lieber so ein Online-Multiplayer und mehr. Ist halt leider so aktuell, ne? Was soll ich sagen können. Aber deswegen weiß ich es zu schätzen, dass trotzdem noch solche geilen Story-Spiele rauskommen. Story-Spiele ist für mich das Geilste, was es gibt. Ich liebe Story-Spiele. Ihr wisst ja. Die Flamme brennt ewig. Ja. Was ist das denn? Was denn? Danke. Und was bist du für eine? Na bitte. Hey! Dir hat nie gefallen, dass ich rauche. Wer ist das? Yuri? Der Abschaum nennt mich Wraith. Passt gut, finde ich. Ich stehe auf dem Schlauch, Leute. Ich erinnere mich nicht an die. Dann nochmal. Hilf mir auf die Sprünge, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß das nicht. Die andere Frisur oder was ist mit das? Denen? Sie hatten ihre Wahl. Ist zu lange her. Das wird ein neuer Rekord. Ist zu lange her, Leute, ehrlich. Aha. Aha. Und niemand hat daran geglaubt. Geil. Das war geil. Das war jetzt die Mission? Yuri ist wohl abgehauen.
Machst du. Ich dachte, sie bräuchte nur etwas Zeit nach dem Vorfall mit Hammerhead. Aber jetzt hat sie diesen Anzug an und nennt sich Wraith. Ich sollte sie im Auge behalten. Und die Kultisten auch. Ich brauche mehr Augen. Ich brauche mehr Augen. Level 15. Schließ alle Farmmissionen ab, um einen besonderen Anzug zu halten. Ah, okay, okay. Ja, aber ich würde sagen, komm, wir machen jetzt heute noch weiter mit der Hauptmission. Wir können nächstes Mal wieder die Flammen machen, oder? Ich will wissen, wie es in der Hauptstory weitergeht, Leute, mit Harry und so. Seid mal ehrlich. Komm, deswegen ein Stunden-Special. Da haben wir jetzt so einen Teil von der Nebenmission gemacht, aber ich will wissen, was hier abgeht. Dr. O'Connors, was mit Harry passiert, weil der so auf einmal, keine Ahnung, so Sachen wieder gesehen hat und so. Ich glaube, das kann schon krass werden jetzt wieder, Alter. Ich will das jetzt noch wissen. Deswegen, wir sind gerade bei 40 Minuten. Passt jetzt perfekt, nochmal eine schöne Mission zu machen. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt rein. Wenn ihr noch nicht geliked habt, bis jetzt, liked. Liked, liked. Liked. Let's go. Hallo? Ein Schiff, alles, Digga. Wer hat so ein Auge gemacht? Wer hat so ein Auge gemacht? Okay, Freunde, auf ein neues. Am Ende habe ich einen Bug, wir können nicht weiter zocken. Aha, jetzt geht's doch. Perfekt. Jetzt geht's. Okay, weiter mit Hauptmission. Eine Spur von Connors? Nein, noch nichts. Es ist MJ. Schlechte Nachricht. In Connors Haus wimmelt es vor Jägern und vom Arzt keine Spur. Gute Nachricht. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Auf der anderen Flussseite. Vielleicht bei... Oh mein Gott. Los geht's. Er wartet. Hä, warum ist sie denn da im Truck? Boah, geiles Wetter. Also, sieht cool aus hier gerade, mal andere Wetterzeit. Ich hol die Ausrüstung. Jetzt spielen wir als MJ, was? Oha! Was geht denn jetzt ab? Das Training mit Sable zahlt sich früher aus als gehofft. LOL! Ein Zoo? Connors muss hier irgendwo sein. Ist die dumm? Das muss ich Pete sagen. Warum spielen wir jetzt als MJ? Wo ist der Laster? Eine Art Genomaufzeichnung. Sie wollen seine Reptilgene reaktivieren. Oha, seine Reptilgene. Der ist ja ein Reptil gewesen. Hat irgendwas gemacht. Guck mal hier, Dr. Connors. Genau, der ist ja so eine Echse, hat er sich schon mal verwandelt oder sowas. Sie haben Dr. Connors studiert. Krass. Oh Gott, sie wollen ihn ebenfalls jagen. Ach du Scheiße, Alter. Wie geil das ja. Da drin sind viele Jäger. Komm, MJ, wir kriegen das hin. Sie sich wohl eingerichtet. Ein bisschen weiter. Das ist aber auch cool, dass wir so MJ zocken. Das ist echt Abwechslung, Mann. Ohne Superkräfte. Hallo? Ich mag's nicht, wenn man sich an mich ranschleicht. Aua. Dr. Connors hat mich immer irgendwie an Cell erinnert. Ich weiß nicht warum. Okay, muss schleichen. Mehr. Schleichen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Sollte das so sein? Ja, Bruder. Die zieht es einfach aus. Alles klar, Bruder. Ja, normal. Du bist am falschen Ort. Kleine. Oh. Ich mache es möglichst schmerzhaft. Genau so, Alter. Das hat mich gerade ein bisschen an Last of Us erinnert, wo Ellie sich versteckt hat vor diesem einen Menschenfresser. Da wisst ihr das noch? Von diesem Kannibalen. Das hat mich irgendwie daran gerade so ein bisschen erinnert. Ich muss sie trennen. So viele wollten ihn töten. Menschen und Tiere. Wartet, ich untersuche das.
haben wir. Let's go, easy. Die zwei. Zap, zap, abgemacht. Dr. Connors. Am Ende kommen wir an, jetzt schon zu einer Riesenexplosion. Alter, was ist denn das? Sieht aus wie der Gleiter vom Kobold. Oh mein Gott. Vulture. Ist er? Ich muss Connors finden. Oder was ist denn das? Sieht ja geisteskrank aus. Wieder eine von Totenstille geplagte Nacht. Nicht mal seine Flügel konnten ihn retten. Damit hätte er überlegen sein können. Aber nein. Ich habe sie gestürzt. Er ist tot? Was? Nein. Das sieht auch schon krass aus, diese Dinger hier. Man gibt mir das gerade irgendwie so an Last of Us Vibes. Telefon! Wo, Telefon? Wo? Ey. Da. Junge, Junge. Handy. Oh, Harry. Bitte stopp mich. Harry, ich bin's, MJ. Ich bin in einem verlassenen Zoo in Jersey. Oh mein Gott. Ja, natürlich, Bruder. Genau dann geht der Akku leer. Nicht. Bitte. Ihr versteht das nicht. Meine Fußfessel. Ich muss dann gleich ein Bein abschneiden. Ist so easy. Fuß abschneiden. Das macht gerade richtige Last of Us Vibes. Wie mit diesen Höhlenmenschen da, Alter. Wisst ihr das noch? Ach du Scheiße. Sie haben einen Code für den Käfig. Und den Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden. Boah, das wird jetzt richtige James Bond Mission. Da sag ich so, wie es ist. Finde die Handschellenschlüssel, finde den Gehegecode. Machen wir, Leute. Erstmal gucken, wie wir uns jetzt hier durcharbeiten. Dann zuerst schnappe ich mir die zwei. Zack. Stella. Stella, MJ, genau so. Okay, MJ. Code finden. Schlüssel klauen. Halb zur Welt. Da ist einer. Ist der alleine? Ja. Der ist alleine. Schnell rennen. Ich werde Sieht er uns, Herr Connors? Dr. Connors? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich werde Sie hier rausholen. Oh oh. Ist jemand. Ich komme vom Gebüsch. Das ist mein Gebüsch. Schnell, beeil dich. Das erinnert. Nein. Sehen. Was? Niemals direkt tot? Sie haben einen Code für den Käfig. Was? Direkt den tot? Schlüssel für Connors Fessel. Das ist krass. Ich muss sie finden. Das ist krass mit dem direkt tot. Bin ich überrascht jetzt? Warum boxen die da hinten? Sind die dumm? Da, das Mädchen. Bruder, was? Wie schnell töten die einen? So, Leute, neuer Versuch, schon wieder entdeckt. Scheiße, ich muss hier weg, Bruder, renn, Mädchen! Oha. Oh oh. Ich bin dran. Oh oh, wir sind vergiftet. Bruder. Scheiße. Ich bin richtig auf der Flucht. Renn, renn hier rein. Ach nein, scheiße. Meine Stimme. Es ist echt nicht so einfach, diese Stimme. Boah, ist das gespeichert, wie geil. Den Schlüssel. Das Tarnfeld. Ich kann mich dahinter verstecken. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich kann sie hier spüren. Bei uns. Wenn die Geister der Toten dir so viel Angst machen, solltest du vielleicht den da rufen. Das Tarnfeld, ich sehe das ja nicht, die anderen. Jetzt haben wir den Schlüssel auf jeden Fall, von dem schon mal. Ich hab die Schlüssel. Zeit zu verschwinden. Der Gestank dieser Stadt vernehme ich mir die Sinne. Noch mehr Jäger. Wir werden den Sieg erringen. Koste es, was es braucht. An, ja, ne? Ich musste ja nicht alle töten, Leute. Hauptsache, wir kommen hier raus. Das ist das Wichtigste.
diese Tarnwand. Das heißt, die können das gar nicht sehen, wenn ich jetzt hier auf den drauf gehe. Was macht der da überhaupt, Digga? Der drückt da irgendwas rum. Vollidiot. Frage, jetzt müssen wir nach da hinten hin. Nimm den Gehegecode. Schlüssel, check. Und jetzt der Code. Okay. Vorsichtig. Müssen wir ruhig bleiben, nicht entdeckt werden. Wichtig. Oh oh. Oh oh, nein. Hier sieht mich etwas. Schnell irgendwas werfen hier. Bitte, bitte wirf, bitte wirf. Du dumme Kuh, Alter. Ey. Oh mein Gott, das war's. Okay, ich brauche nur den Code für das Tor. Wo ist der Code? Oh. Verletzter Jäger! Oh nein. Ey, irgendwas sieht mich. Oh oh. Jetzt kommen die von allen Ecken, das ist doch geisteskrank. Aber gerade hatten wir doch auf der Karte irgendein Ziel, wo wir hin müssen. Die Jägerin mit dem Code ist zur Löwengrube gegangen. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn hier? Alter, das ist ja gerade. Das ist ja unnormal schwer. Wie sollen wir denn jetzt hier? Diese Viecher, kann er die auch elektrizitieren? Löwengehege, wo ist denn das Löwengehege? Ein Generator. Ah. Was ist denn das? Was? Ja, das war gut, ne? Das war echt gut, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Allem gerechnet, aber nicht damit. Die Frage ist, wo ist der scheiß Gehegecode? Irgendwas habe ich gerade gesehen, so leicht. Da ist doch Löwenkäfig, da ist ein Löwe. Aslan bin im. Ah, wir müssen da hoch, 100%. Ich sehe schon den Weg. Also der Weg ist es nicht, der andere, genau. Du nur nochmal abchecken, vielleicht ist da ja. Oh, da ist ja jemand. Meine Klingen werden stumm. Komm on, komm on. Bisher sind wir nur einmal oder nee, zweimal sind wir drauf gegangen. Wer würde schon an einem Ort wie diesem so eine wertvolle Beute. Was? Cool, Digga. Das macht auch Bock. Das ist eine richtig so geheime Mission. Und mit Pete würdest du da eigentlich schon mal also alle umhauen? Sag mal nicht, die gehen jetzt an, Alter. Bitte nicht. Bitte nicht. Alter, ich krieg Angst, wenn ich jetzt vor den Stift. Aber beißen die mich. Das habe ich mir gerade auch gedacht, ne? Die würden MJ zerfetzen. Sieht gut aus. Die Jägerin, die den Code eingab, muss in der Nähe sein. Ich habe nur eine von Cravens Jagden live erlebt. Was ist der? Macht doch Molotov-Cocktail hier. Was macht er? Ich träume immer noch. Hat sie irgendwas jetzt da genommen? Oder hat sie vielleicht Molotov-Cocktails genommen? Molotov-Cocktails. Eines Tages mal so sein wie er. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir uns hier vorarbeiten, Leute. Dann werden wir sein Erbe antreten müssen. Wenn die Zeit kommt, bin ich bereit. Vielleicht müssen wir auch gar nicht Gegnerangriff. Vielleicht können wir auch hier lang. Das ist der Zoo, der nach einem Löwenangriff geschlossen wurde. Die Jägerin mit dem Code kam hier lang. Let's go, Alter. Wo ist sie? Was ist denn hier? Mal kurz gucken. Aber oh, heftige Mission, Alter. Die macht richtig Bock. Ohne Scheiß. Oh mein Gott, nein. Das ist sie, das ist sie, das ist sie. Stark. Suka Billiard. Simkarianisch. Er nannte sich Manguste. Manguste, was es wolle? Manguste. Vielleicht kennt der ja den Code. Man wusste, man wusste gar nichts. Dass ich Vika bin. Vika. Was ist das für ein Stundenplan hier? Was? Die haben eine Art Hierarchie. Offenbar hat sie einen hohen Rang. Gut zu wissen. Ja, ich fange ja mal an. Ach, es geht da gar nicht lang. Guck mal, die geht automatisch zurück. Heißt, das hier geht es dann auch nicht mehr lang, oder was? Doch, aber ich glaube, hier geht es dann trotzdem weiter, ne? Okay, wir müssen jetzt hier nochmal umgucken, wo es hier weitergeht. Was hier? Rette Dr. Connors. Ja, ich bin dabei. Was ist das für ein Buch hier? Simkarianische Lyrik. Ist wohl ihre Muttersprache. Simkarianische? Regre.
Johir. Symkarianisch ist perfekt. Here, Johir. Vielleicht meinst du aus. Schnapp dir das Funkgerät. Rufzeichen für den Funk. Mal sehen, wer diese Manguste ist. Garin, mein treuer Untergebener. Garin? Okay, ich hole mir diesen Code. Jetzt. Nachui, bleib. Nachui. Komm schon, MJ. Dein Simkarianisch ist gut. Simkarianisch? Geh einfach ran. Itvika, Vika, Mangusnok. Vika, bitte kurz. Garin, elegem warna, hiva scheidbol. Hol warnak, akesolek hoskodok. Okodok, surosoto, hosisformatio, tablan ban. Tuthot nat? Teperigas tuthot net. Mil hongong beseles belen. Ne hift helpet. Merta feet bekeruhet. Junge, auf einmal lernt die andere Sprache, Alter, nicht nach einer Minute. Nirgit. Ich sollte los, bevor er herkommt. Ist dieses Whiteboard. Da, das ist das Whiteboard. Da bist du ja. Codes für das Gehege. Conor McGregor. Okay, Connors. Verschwinden wir hier. So, ich geh jetzt zu Dr. Connors, Alter. Wo ist er? Dr. Connors. Oh. Das ist ein Fragezeichen und so. Oh, ich glaube. Jetzt hier echt aufpassen, Leute. Das ist wieder kommen. Oh, ich werde gesehen, ich werde gesehen. Irgendwas sieht mich. Bin unterwegs, Doc. Oh, oh. Ja. Schnell. Oh, ich glaube, der andere sieht mich da rechts, oder? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, sieht mich nicht. Ich schummel den lieber auch noch ganz schnell. Ich sehe nach. Boah, Junge, das war echt knapp, Alter. Siehst du, man darf gar nicht so angerannt kommen. Kann es gut sein, dass du Faxen machst. So viele Fackeln. Es kommen noch mehr Jäger. Gleich El Clasico Barça gegen Real, ne? Auch geil. Also wie die das hier bewachen, Alter. Was ist denn das? Wir machen das safe über die andere Seite, weil da keine Leute sind. Oh, irgendwas sieht mich da wieder, Alter. Woher, woher? Wir dürfen nicht so viel rennen. Das boah, das war echt knapp gerade. Schnell hol dir den jetzt. Komm, Vika, mach jetzt. Ah, Vika sage ich schon. MJ. Ich hab dir einfach Vika genannt. Moment, sie soll nicht. Sie soll nicht. Kennst du diese Bestie? Oh mein Gott. Er heißt Kurt Connors. Er ist ein guter Mensch. Scheiße, Mann. Es gibt keine guten Menschen. Nur gute Beute. Ach, Scheiße, Alter. Bitte, bitte. Alter. Oha. Sorry, sind spät dran. Alter. Seid ihr zwei okay? Jetzt ja. Es gibt ein Labor. Im Atrium. Vielleicht gibt's da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihm welche. Den Hügel rauf. Das Glasgebäude. Bitte, schnell. Wir machen den Weg frei. Haltet durch. Keine Sorge, Doc. Wir bringen sie zum Labor. Und genau hier machen wir morgen bei der nächsten Folge weiter, Freunde. Das 1-Stunden-Special ist vorbei. Sehr, sehr, sehr geiles Special, Alter. So viel Abwechslung drin gehabt. Wir haben heute auch mal MJ gezockt. Wir haben diese Spinnen bewegt. Wir hatten Jumpscares dabei. Was ein geiles Special, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Danke für euren Support. Liebe euch alle. Und wie gesagt, gerne abonnieren, liken und wir sehen uns die Tage bei weiteren Videos wieder.
Bleibt am Start, Leute. Morgen nächste Spider-Man-Folge. Haut rein, macht's gut und ciao.